Herr Professor Behler, die sogenannte Bielefelder Schule der Sozialgeschichte ist zum Markenzeichen weit über die Geschichtswissenschaften hinaus avanciert. Was verstehen Sie unter der Bielefelder Schule und welche Gründe sehen Sie für Ihren wissenschaftlichen und öffentlichen Erfolg? Also das ist keine Bezeichnung, die in Bielefeld selbst erfunden worden ist, sondern der Begriff Bielefelder Schule stammte von englischen und amerikanischen Kollegen, die uns dieses Markenzeichen aufgeklebt hatten. Der Glücksfall war der, dass es gelang, die Leute, die wir für die Besten hielten, auf ihrem Gebiet für Bielefeld zu gewinnen, ob das nun Jürgen Kocka oder Reinhard Kosellek oder Sidney Pollard war. Und dadurch ergab sich eine Fakultät, wir sagten Fakultät weiter, nicht Fachbereich, die fast 20 Jahre lang außerordentlich homogen war, also in der politischen Grundeinstellung sozialliberal. Es gab keine wirklichen Konservativen, keine wirklichen Linken. Und interessiert sozusagen an Themen, die für alle nicht gerade verbindlich waren durch das Gründungskonzept, aber an dem doch alle ein Interesse teilten. Und sozusagen der eigentliche politische Erfolg war, dass es in diesen ersten 20 Jahren keinen gegeben hat, der einen Ruf nach außen angenommen hat. Dann löste sich das auf. Kocka ging nach Berlin, Kosellek wurde emeritiert, Sidney Pollard ging nach England zurück nach der Emeritierung und so. Und dann entstand eine neue Situation. Aber in diesen Jahren so von 71 bis 90 gab es diese homogene Gruppe, die man als Bielefelder Schule bezeichnen kann. Ob nun die These vom deutschen Sonderweg oder der berühmte Historikerstreit, die Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus, eines der Gravitationszentren der Forschung der Bielefelder Schule. Inwieweit spielt die Generationenlage Ihrer Generation und das politische und geistige Klima der mittleren Bundesrepublik eine Rolle für die Stoßrichtung der Forschung und Ihrer Hypothesen? Die Frage ist zu eng gefasst. Die Generationenprägung begann für die Mehrheit in den frühen 30er Jahren. Also die waren sozusagen schon ausgebacken und als Generation geprägt in der Zeit, als sie dann in den 50er, 60er Jahren studierten, promovierten, sich habilitierten oder so. Aber was die dann alle gemeinsam teilten, wie unterschiedlich dann auch sozusagen die Altersdifferenzen sein mochten, das war das Interesse, warum ausgerechnet und nur in Deutschland sozusagen eine radikale Variante des Faschismus sich durchsetzen konnte mit den Folgen eines barbarischen Vernichtungskrieges und des Holocaust. Da es aber in Bielefeld keinen eigentlich strengen Schwerpunkt für das gab, was wir Zeitgeschichte nannten, also die Geschichte seit 1914, 18 etwa, lag lange Jahre der Schwerpunkt eigentlich auf der Vorgeschichte des Nationalsozialismus im 19. und frühen 20. Jahrhundert. Denn uns schien das ganz unhistorisch zu sein, so zu tun, als ob man mit der Weimarer Republik in ihrer Endphase, als sozusagen alles erodierte, anfangen könnte und dann aus den Wählerstimmen und den Koalitionen im Reichstag und so weiter ablesen könnte den Aufstieg des Nationalsozialismus. Dafür brauchte man einen langen Atem. Und die, ich würde sagen, so die ersten guten Dissertationen und Habilitationen, die kamen alle mit Themen aus dem 19. Jahrhundert und bewegten sich dann langsam später ins 20. Jahrhundert. Aber es ist gar keine Frage, dass für die Generation, die in diesen Jahren hier tätig war, die Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus, der Versuch mit rationalen Argumenten zu klären, warum der sich ausgerechnet in Deutschland in dieser Form durchsetzen konnte, das war sozusagen ein verbindendes Interesse. Wenn wir nun auf die These vom deutschen Sonderweg etwas genauer eingehen wollen. Was bleibt nach der jahrelangen Detailforschung im Umfeld der Bielefelder Schule davon übrig? Also die Vorstellung von einem deutschen Sonderweg in einem negativen Sinn, dass die Deutschen als Einzige den Weg in den Nationalsozialismus angetreten hatten, die war vor allem entwickelt worden von klugen Köpfen in der Emigration in Amerika. Da saßen vor allem auch während des Krieges in Planungsgremien diese emigrierten Historiker und Sozialwissenschaftler zusammen und quälten sich mit dem Gedanken, warum ist das in dem Land passiert, in dem wir groß geworden sind. Dann ist dieses Konzept, was sich jahrzehntelang bewährt hat, auch in der Forschung, immer zu fragen, was unterscheidet denn nun
die deutsche Sozialstruktur und das deutsche öffentliche Leben, die politischen Strukturen von denen der westlichen Länder. Nachdem das sozusagen sehr ergiebig gewesen war, kam die Kritik, dass sozusagen Sonderweg voraussetzt einen allgemein geglückten Weg, von dem die Deutschen abgewichen waren. Und dann wurde insbesondere von englischen und amerikanischen Historikern in Frage gestellt, dass England und Amerika einen so glücklichen Weg in die Moderne gefunden hätten, wie wir das im Vergleich mit dem Nationalsozialismus unterstellt hatten. Und dann vermehrte sich die Kritik. Das hing auch mit dem allgemeinen Wechsel des politischen Klimas zusammen. Die Bundesrepublik war 30, 40, 50 Jahre etabliert, hatte sich als solider Staat bewährt und gehalten. Und da leuchtete das sozusagen den Jüngeren, die sich mit der Geschichte des Landes beschäftigten, nicht mehr ein, dass es da früher mal so einen Sonderweg gegeben habe. Ich halte das Konzept weiterhin für unverzichtbar. Um den Begriff Sonderweg zu vermeiden, meine ich, es gibt ein Bündel von Sonderbedingungen, die es in dieser Form in anderen westlichen Ländern nicht gegeben hat. Also insofern teile ich nicht diese Pauschalkritik, dass die Sonderwegsdiskussion vorbei sei. Die Ergebnisse sind so, dass keiner ohne die Sonderbedingungen mehr in der modernen deutschen Geschichte argumentieren kann. Der wissenschaftliche Diskurs in und außerhalb der Geschichtswissenschaften hat sich in den letzten Jahren verändert. Kulturwissenschaftliche Ansätze haben stark an Bedeutungen gewonnen und eine Vielzahl an Forschungen produziert. Sie haben seinerzeit vor allem die Differenzen zwischen einer sozial- und einer kulturhistorischen Perspektive betont. Wenn Sie, Herr Professor Wehler, auf die Forschung gerade der jüngeren Generation auch im Umfeld der Bielefelder Sozialgeschichte schauen, in der sowohl mit sozial- als auch mit kulturhistorischen Perspektiven gearbeitet wird. Wie würden Sie den Wert kulturhistorischer Forschung und das Verhältnis von Sozial- und Kulturgeschichte heute beurteilen? Also ich war von Anfang an der Meinung, dass wir Grund zur Selbstkritik hatten, weil es bei uns bestimmte Lücken gab. Wir hatten ja unseren Fakultätsheiligen Max Weber ausgeplündert, wo immer wir konnten. Aber wir hatten Webers Fragen zum Beispiel, welche Weltbilder steuern das Verhalten von Menschen, welche religiösen Rituale spielen eine Rolle, all diese Dinge, die dann die neue Kulturgeschichte in Frankreich, England und Amerika und von da kamen sie ja erst mit 20 Jahren Verspätung in die Bundesrepublik beschäftigten, das hatten wir für unwichtig gehalten. Wir hatten die Vorstellung, erst müssen mal die harten Tatsachen der Sozialstruktur, der wirtschaftlichen Konjunkturen und so weiter bearbeitet werden. Also gab es da einen berechtigten Grund zu sagen, diese Lücken müssen geschlossen werden. Aber der Anspruch der Kulturgeschichte generell, ein überlegenes Konzept zu haben, den würde ich weiterhin bestreiten. Weil es sich herausgestellt hat, bis heute, dass die Kulturgeschichte zwar sozusagen interessante Themen aufgreifen kann, aber außerstande ist, eine Synthese zu bieten. Es gibt keine synthetische Darstellung der deutschen Kultur vor 1848 im Kaiserreich oder in der frühen Bundesrepublik, was immer Sie als Thematik nehmen. Und mein Vorschlag, um sozusagen aus der Konfrontation herauszukommen, war, den Jüngeren zu raten, beides zu kombinieren. Also sich sozusagen das Unterfutter zu verschaffen mit einer anstrengenden Sozialgeschichte, aber die Lücken, die wir gelassen hatten, sozusagen bewusst zu schließen, indem man sich auf kulturelle Phänomene konzentrierte und diese, wenn Sie so wollen, Kompromisslösung, die hat sich bewährt. Insofern bin ich der Meinung, die Sozialhistoriker haben ganz frühzeitig gesagt, okay, das ist richtig, bei uns gibt es diese Lücken und die müssen sozusagen durch eine aufgeschlossene Kooperation geschlossen werden. Auf der Seite der Kulturwissenschaftler sehe ich diese Bewegung nicht. Die nähern sich nicht der Sozial-, der Politik-, der Wirtschaftsgeschichte allemal nicht, das ist für die Anathema. Aber wenn man sozusagen auf den Output blickt, wie Sie das auch andeuten, was da hier neuerdings entstanden ist, zum Beispiel in diesem Bürgertumsprojekt, da ist das in meinen Augen schon die geglückte Verbindung von Sozial- und Kulturgeschichte. Also eine Kulturgeschichte unter sozialgeschichtlichen Vorzeichen. Ja, oder eine Sozialgeschichte unter kulturgeschichtlichen Vorzeichen. Das muss man dann sozusagen dem Interesse der Jüngeren überlassen. Von welchem sozusagen Primärstandpunkt
sie ausgehen wollen. Das Entscheidende ist aber, dass man sozusagen statt eine Dimension zu favorisieren, die Sozialgeschichte, bewusst eine zweite hinzunimmt und versucht, die zu verbinden. Zum Schluss vielleicht ein Fazit und ein Blick nach vorne. Was bleibt von der Bielefelder Schule der Sozialgeschichte übrig? Und wie sieht Ihrer Meinung nach, Herr Professor Wehler, die weitere Zukunft der Bielefelder Sozialgeschichte aus? Von der Bielefelder Schule ist in Bielefeld so gut wie nichts übrig geblieben. Und insofern muss man sich darauf verlassen, dass die vielen Studenten, wir haben also in meiner Zeit, ich war 25 Jahre hier im Geschäft, haben wir etwa 140 Leute promoviert und 40 habilitiert. Man muss also von diesen 180 Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen hoffen, dass die da, wo sie nun gelandet sind, ob in Basel oder Hamburg oder Tübingen oder Halle, dass sie da Anregungen und Zielvorstellungen, die sie mal in Bielefeld kennengelernt haben, aufnehmen, aber einen neuen Schwerpunkt sozusagen einer kulturwissenschaftlich erweiterten Sozialgeschichte in Bielefeld, das sehe ich nicht.